Frau Nesensohn, Sie sind Marketingleiterin bei Illwerke Tourismus. Erklären Sie uns kurz, wie ist die Illwerke Tourismus auf die Idee gekommen, so einen Alpincoaster zu bauen? Ist ja etwas Einzigartiges, glaube ich, in Vorarlberg. Das stimmt. Das Montafon ist immer wieder bemüht, eine Ganzjahresdestination zu sein und sich in diese Richtung zu entwickeln. Und wir wollten jetzt mit dieser Investition auch bewusst einen Impuls für den Sommertourismus schaffen, obwohl die Bahn natürlich im Sommer wie auch im Winter in Betrieb sein wird. Wie viel hat denn die Illwerke hier investiert und wann wird diese Bahn fertiggestellt bzw. in Betrieb gehen? Also investiert haben wir rund 2,6 Millionen Euro. Und wenn alles so gut weiterläuft wie bisher und das Wetter mitspielt, hoffen wir, dass wir im September in Betrieb gehen können. Und dann hat die Golmerbahn noch bis 19. Oktober den Betrieb geöffnet. Also es gibt dann sicher im Herbst schon einige Wochen, wo man den Alpine Coaster testen kann und sich freuen kann.